Fräser, Fräser in meinem Schrank. Welcher von euch verdient Lob und Dank? Du kennst es vielleicht. Du bist gerade dabei, richtest dir deine erste Werkstatt ein oder fängst allgemein an, mit Holz zu arbeiten und entdeckst das wunderbare Feld der Fräser. Es gibt unglaublich viele in unglaublich vielen Größen, Formen und Farben, aber welcher ist denn nun der richtige? Welche brauche ich und vor allen Dingen, wenn ich nicht so viel Budget habe, welche brauche ich überhaupt? Gibt es da vielleicht ein paar, auf die ich mich fokussieren kann? Aus meiner Sicht definitiv ja. Deswegen zeige ich euch heute die aus meiner Sicht drei sinnvollsten Fräser, die jeder von euch zu Hause haben sollte. Ganz wichtig, völlig unabhängig von Marke und Co. Es geht nur darum, welche Fräser ich von der Form und Bauart her für euch und auch für mich am sinnvollsten halte. Und ich sage es diesmal vorweg, ihr könnt das ganz anders sehen als ich. Es ist nur meine Einschätzung und genau mit der fangen wir jetzt an. Der erste Fräser ist ein absoluter Klassiker und ich glaube, so ziemlich jeder dürfte ihn kennen. Das ist ein Rundungsfräser, also ein Fräser, mit der wir eine runde Kontur, genau wie bei dieser Schneide hier, herstellen können. Dieser Fräser hat einen Anlaufring, das heißt, dieser Anlaufring begrenzt die Form, die wir fräsen, auf die Messergröße. Das klingt jetzt alles vielleicht, wenn man neu ist, ganz schwierig, ist es aber eigentlich überhaupt gar nicht. Vereinfacht gesagt, wir können mit einem Rundungsfräser eine solche Rundung fräsen und wir haben dabei die Möglichkeit, durch das Verstellen der Tiefe mehr oder weniger von diesem Radius zu fräsen. Man könnte an dieser Stelle, und ich greife mal nach vorne, auch einen Phasenfräser empfehlen. Aber tatsächlich ist es so, wie man eine Phase von Hand ganz, ganz einfach und wiederholgenau herstellt, habe ich euch in diesem Video hier gezeigt. Bei Rundungen ist das schon deutlich schwieriger. Rundungen sind aber ein wichtiger Teil von eigentlich jedem Projekt, weil sie Sachen halt einfach sehr sicher machen. Kanten werden rund, man kann sich nicht wehtun. Deswegen ist das erste Wichtige ein Rundungsfräser. Überlegt euch da, wie groß der Radius ist, den ihr haben wollt und dann kauft ihr einfach den, der gut aussieht. Der zweite Fräser, das dürfte schon eine Überraschung sein, ist ein solcher Zinkenfräser. Das ist sozusagen ein Fräser, der eine V-Form hat. Die gibt es in verschiedenen Winkeln, das heißt, die Schneiden können verschieden geneigt sein. Die meisten davon sind gut. Warum ist dieser Fräser jetzt so sinnvoll? Eine Zinkenverbindung oder auch eine Gratverbindung ist von Hand herzustellen, ja, gar keine Frage. Aber wenn man zum Beispiel wie in diesem Projekt einen kompletten Korpus zinken möchte, dann macht so ein Fräser mit der richtigen Schablone das Arbeiten wirklich extrem schnell und sehr, sehr effizient. Und wie wir in diesem Projekt bei den Sägeböcken gesehen haben, können wir einen solchen Fräser auch perfekt nutzen, um unsere Handarbeit zu unterstützen und die Ergebnisse einfach etwas sauberer und vor allen Dingen auch nochmal präziser und wiederholgenauer zu machen. Das heißt, das ist zwar ein sehr spezieller Fräser, aber wenn wir etwas außerhalb der Box denken, können wir damit wirklich ganz, ganz, ganz viele Sachen sehr, sehr gut herstellen und deswegen braucht den jeder. Der dritte Fräser, den eigentlich jeder braucht, ist so ein ganz standardmäßiger Schaftfräser. Die gibt es hier oben mit einem flachen Boden oder auch mit einer Spitze, das heißt, dass wir besser eintauchen können. Sowas ist einfach allgemein super, super hilfreich. Wenn wir frei Hand etwas ausfräsen wollen oder auch mit einer Führungsschiene eine Nut fräsen, dann ist das hier in der Regel wirklich der perfekt geeignete Fräser. Die gibt es natürlich auch in allen Größen, Längen und Breiten. Ich würde allerdings nicht diesen hier empfehlen, wenn wir wirklich nur auf drei Fräser gucken, dann gibt es davon eine bessere Variante, nämlich diesen hier. Das ist eigentlich genau der gleiche Schaftfräser, etwas kleiner, aber wieder mit einem Kugellager. Und das ermöglicht etwas, was dieser Fräser nicht kann. Wir können mit diesem Fräser ganz normale Nuten fräsen. Wir können Vertiefung ausarbeiten, wir können an der Kante etwas ausarbeiten, aber wir haben durch den Anlaufring auch die Möglichkeit, Formen zu kopieren. So haben wir das zum Beispiel bei dem Projekt für Atlas gemacht, wo wir zwei Gartenliegen gebaut haben. Dieser Anlaufring läuft an unserer Schablone und durch den geraden Fräser kopieren wir wirklich perfekt sauber gerade die Kante. Was wir allerdings auch machen können, wie bei unserem Hocker-Video, wo wir einen Hocker aus Mooreiche gebaut haben, sollte unser Fräser an sich zu kurz sein, um Material in einem Gang durchzufräsen, dann haben wir die Möglichkeit, mit dem Anlaufring immer weiter und tiefer zu fräsen, weil wir sozusagen mit dem Anlaufring immer wieder perfekt an der bereits gefrästen Kante wieder ansetzen können. Das heißt, aus meiner Sicht ist so ein Fräser super duper sinnvoll. Ganz wichtig, der Anlaufring sollte in diesem Fall in Schaftnähe sein. Ich sage jetzt extra nicht unten oder oben, weil je nachdem, wie rum ihr jetzt den Fräser haltet oder ihr das für euch definiert, könnte das anders sein. Der Anlaufring sollte also näher am Schaft als am Fräser sein, denn so könnt ihr ganz normale Nuten fräsen. Wäre dieser Anlaufring unten,
dann würde das nicht gehen. Warum machst du dieses Video? Es gibt doch ganz viele Fräser-Sets, wo ich für wenig Geld ganz viele Fräser bekomme. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, in diesen Sets sind aus meiner Sicht auch ganz oft ganz viele Fräser, die ich in meinem Leben noch nie benutzt habe oder halt irgendwie einmal. Deswegen finde ich es ganz wichtig für alle, die vielleicht weniger Geld ausgeben können oder wollen oder für alle, die einfach sagen, ey, ich will meine Werkstatt nicht so zumüllen, zu sagen, welche drei Fräser aus meiner Sicht einfach extrem vielseitig und vor allen Dingen super, super sinnvoll sind. Ich sag's nochmal, ihr könnt das ganz anders sehen und natürlich muss man ganz ehrlich sagen, je tiefer man in die Holzverarbeitung eintritt und je mehr man zum Beispiel mit der Fräse arbeitet, macht es natürlich Sinn, weitere und vor allen Dingen auch viel spezifischere und speziellere Fräser zu kaufen. Aber gerade am Anfang macht das wahrscheinlich überhaupt gar keinen Sinn, weil ihr erstmal ausprobieren wollt, was geht. Und diese drei Fräser, die ich euch heute gezeigt habe, sind aus meiner Sicht dafür absolut genial. Stopp! Ha, kurz vor Ende noch ein Knall. Was willst du? Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, welche drei Fräser eure ersten waren, beziehungsweise welche ihr für absolut sinnvoll haltet. Das würde mich interessieren, denn ich bin mir sicher, dass wir das alle irgendwie unterschiedlich sehen. Und das ist richtig so und gut, weil wir alle eigenständige Menschen sind. Das feiere ich und applaudiere euch und mir selber, weil ich das wirklich gut finde. Also, das war ein schöner Rückblick zum Thema Fräser. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nein, mein neuer Bleistift. Das sollte ich in Zukunft lassen. Bis dann. Tschüss. Und wenn Fräser runterfallen, so wie dieser Bleistift, dann muss man sie leider austauschen, weil die Schneiden können kaputt gehen. Kleiner Quick-Tipp am Ende. Also, wenn die runterfallen auf den Betonboden, weg. So wie ich jetzt weggehe. Wow, was für ein langes Ende.